Polizistin geworden? Erzähl mir nicht, das war dein Kindheitstraum. Nein, ich wollte Eiskunstläuferin werden. Ach so? Ja. Und wie kommt man von den Kufen auf die Knarre? Ich weiß nicht. Hat sich eben so ergeben. Schönen Tag. Danke. Ich glaub dir nicht. Und Ihre Panikattacken? Ich denke einfach nicht nach. In meinem Kopf ist nur Leere. Ich bin unzähmbar. Niemand will dich zähmen. Ich höre dem Wind zu und sehe nach vorn. Den Geruch von Tod, den kriegt man auch mit Seife nicht weg. Wenn ich abends heimkomme, ziehe ich mich aus und zähle bis 60. So kann ich diese ganze Scheiße draußen lassen. Wir sollen den Typ zum Flugzeug bringen. Er wird in 3 Stunden abgeschoben. Das ist nicht unser Job. Warum müssen wir das machen? Der da in dem orangenen Pulli. Seien Sie vorsichtig. Die bringen ihn um. Warum hat man entschieden, ihn auszuweisen, wenn sicher ist, dass er umgelegt wird, sobald er ankommt? Sie übertreiben bei den Drohungen, um ihren Flüchtlingsstatus zu kriegen. Wie weiß man, dass es ein Flüchtling ist und kein Terrorist? Du würdest einen Mann in den Tod schicken? Ich bin also das Arschloch, ja? Ich befolge Befehle. Das ist mein Job, wisst ihr? Er ist nur ein armer Kerl. Runter jetzt! Du hast einfach keine Eier in der Hose. Nicht solche wie du, nein. Das reicht jetzt! Ihr geht mir auf den Sack! Niemand ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. 20 Dienstjahre mit makelloser Akte und ihr müsst mich in diese Scheiße reiten.